Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bausimulator 2015 Deluxe Version mit Ansgar Nordrhein TV Play. Tja, nicht irgendeine, natürlich. Es gibt Deluxe Version und das heißt nicht nur, dass das Spiel in der Deluxe Edition präsentiert wird, sondern auch die und mit Felix spielt. Unterhaltung so. Deluxe ist. Und ich wurde gerade nennt man's? Befördert. Was brauchen wir nicht mehr? Wir brauchen nicht mehr zum Beispiel bei Betonpumpen. Wir haben zwei Bagger. Welche? Mobilbagger? Und den kleinen Bagger brauchen wir vor allen Dingen nicht mehr. Wir haben zwei Spezialtransportauflieger. Ja, da können wir auch einen von abgeben. Alles, was wir doppelt haben, können wir erstmal. Sorry, dazu hast du keine Erlaubnis. Gut. Okay, dann geht's nicht. Viel Spaß, musst du machen. Okay, ich bin aber auch sofort fertig hier. Das heißt, wir können dann gleich schon zum nächsten Schritt übergehen. Übrigens, sorry für das plötzliche Folgenende gerade eben. Gerade eben vor zwei Tagen. Drei Tagen gegebenenfalls, ich weiß nicht. Ich habe mittlerweile, hast du mittlerweile, den Takt haben wir wieder verloren, ne? Ja. Hm? Den Takt, wo wir jetzt dran sind, weil von Montag auf Donnerstag ist ja länger als sonst. So sieht's aus. War's jetzt richtig? Ja, 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 ich bin... So, was machst du? Hallo, Hilfe! Hilfe! Siehst du so? Bist du hier wieder mit deinem Raserati angekommen, oder? Nee, siehst du so den Kopf? Der Raserati wird übrigens auch verkauft, ja, sehe ich von hier oben. Nein, der wird nicht verkauft. Oh, okay. Mein Maserati. Okay. Nee, der wird nicht verkauft. Nein, der wird nicht verkauft! Okay. Das ist eine gute Idee, ich fahre jetzt mit Maserati. Weil ich habe gerade nichts anderes zu tun. Es sei denn, du gibst mir was zu tun. Nee, wir dann können den nächsten Schritt, also du kannst gerne die Betonpumpe bedienen, wenn du das möchtest. Nein. Aber wir können den nächsten Schritt erst machen, die Dings können wir nämlich erst kaufen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sobald der Schritt abgeschlossen ist. Aber das ist ja gleich der Fall. Lass mich kurz nachdenken, nein. Hm? Also mit der Betonpumpe. Ja, das hast du ja gerade schon zum Ausdruck gebracht. Ja, ich wollte es auch angekommen. Witzig reinterpretieren. Okay, dann sage ich nochmal ganz unwitzig, okay. Warum ist der Ansgar so gemein zu mir? Das beruht, glaube ich, auf Gegenseitigkeit an der Stelle. Ja, okay. So, gut, wenn du es so siehst. Fertig. Und jetzt endlich kann ich jetzt aufhören. Backwards. Jetzt Drifts brauchen wir einmal Maserati Container vom Baustoffhändler. Oh ne, da müssen wir ja wieder gießen. Du hattest die Idee. So, ich glaube, der Container steht schon. Aber hier, was sollen wir machen? Wir brauchen XP. Wir brauchen XP, XP, XP. Der Container steht schon hier. XP möchtest du den Container wegräumen? Dann gehe ich mal kurz zum. Wenn du mir ein bisschen Platz machst da vorne, oh, dann kann ich noch schon, gleich durchfahren. Schon. Wo muss der denn hin, da an die Seite, ne? Oh Gott. Warte. Da muss ich einmal rückwärts rumherum. Das bringt nix. Kommst du so durch? Ja, ne? Wir werden es jetzt wohl herausfinden, ne? Fahrzeughändler Stadt. So, da will ich hin. Bitte nicht das Auto. Oh, 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 oh. So, dann gucken wir mal. Das kann doch nichts. Dafür. Oh, 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 oh. Der kann zum Beispiel schon mal. Habe ich mich jetzt ernsthaft ich fahre mich hier auf 50 Kilometern Platz, fahre ich mich fest, weißt du? Komm bloß nicht rüber, hier gibt es nichts Lustiges zu sehen. Nee. Ich glaube, da gibt es also schon. Also doch schon. So. Was können wir noch verkaufen? Oh, funktioniert. Sehr gut. Macht direkt mal die Baustelle dreckig, ne? Den guten Beton. Erstmal voll gegen die frisch gegossenen Poller gegenfahren. Halten die bestimmt aus. Wie soll der denn da rein? Ich glaube, Fahrzeuge rein, aus dem Startfuhrpark können nicht verkauft werden. Was ist das denn? Brauche ich doch gar nicht. Tja. Ja, ich glaube, weil die dann immer sagen, fahr mit dem Pritschenwagen. Damit du zumindest einen Pritschenwagen oder so hast, weißt du?
Und ich glaube, damit du dich nicht in so eine Endlospleite hauen kannst, weißt du, was ich Ja, meine? Ne, du hast keine Fahrzeuge und kein Geld mehr. ja. Okay, den Rest behalte ich, glaube ich, erstmal. So, Ach du jetzt, Scheiße. ach, nee, das ist ja super, da müssen wir doch nicht. Achtmal Fertigwandfabrik. Genau, nimm doch mal dir eine Tieflader-Zugmaschine, nur die Zugmaschine und komm zur Fertigwandfabrik. Eine Zugmaschine. Wo ist denn der Dreier-Zugmaschine? Ich erwarte dich bereits dort. Warum steht der denn hier? Wir brauchen noch einen Leihanhänger. Moment, den gucke ich. Zack. Warte, ich kuppel gerade Hey, alles andere ab, wir haben was wir doch nicht hier den brauchen. Leihanhänger. Weg damit. Irgendwas habe ich falsch gemacht. So, ich bin unterwegs. Hör mal, Schätzelein, ich bin unterwegs. Schwätzelein. Schwätzelein. Stehen 2 Minuten vor deiner Tür. Wohin soll ich? Also, jetzt zur Fertigwandfabrik. Sollte eigentlich jetzt schon markiert sein auf deiner Karte. Ah, da bist du. Fertigwandfabrik. Du musst Ich nur in eine Fabrik. anleinen quasi. Wir haben noch einen Mobilkran Cool. an der Baustelle, ne? Den habe ich beim letzten Mal aus Versehen zum Fahrzeughändler teleportiert. Ach Mensch, was Den kann ich kannst du auch gerne wieder eigentlich? dahinstellen, Was beziehungsweise kannst du eigentlich, Felix? wenn du noch weißt, wo ich ihn hingestellt habe, da stand er gut. Was du kannst, habe ich gefragt. Ja, nix. Ja, das wollte ich hören. Jetzt bin ich. Doch, eins kann ich, dir sagen, die Klappe zu Oh, halten. das ist aber. Ein frecher Bub bist du aber. Ja, das weißt du doch. Stehst du doch Jetzt ist aber drauf. hier auch lauter negative Vibes hier. Ja, hier ist auch gleich vorbei. Ich Ja, breche gleich das ab. habe ich mir schon gedacht. Alle sitzen jetzt wahrscheinlich vor dem Monitor und so, oh Gott, hört auf mit diesem Scheiß. Ich glaube, denen macht es ein bisschen Spaß, auch den Zuschauern. Ein bisschen Hört man lustig nicht finden sie gerade. es, glaube ich. Muss ich das Ding hier ankuppeln, was da steht? Lass mich kurz überlegen. Ja. Muss das anders machen. Lass mich kurz überlegen, ja. Viel lustiger. Nee. Und warum kann ich da nicht ankoppeln? Kannst du mit C. Ja, funktioniert Du super. musst vielleicht noch die Plane zu machen. Aber das eigentlich dürftest du auch mit Plane, mit offener Plane fahren können. Das ist immer eine gute Idee, während der Aufnahme zu pfeifen. Ja, ne? Oder während der Aufnahme zu essen. Das ist auch so ein Ding. Ach so, warte. Ja. Lässt sich alles machen. Ja, Pfeifen in Mikrofon ist normalerweise nicht gut, ich weiß. Ja. Lieber reinfurzen, das ist gesünder. Frag mich nicht, wo das jetzt herkam. Das wollte ich auch nicht. Es war eine Mischung aus Erstaunen und Entsetzen, die sich gerade über mein Gesicht legte. Das war gerade so im Schädel drin und es musste halt eben raus. Ja, Ich weiß auch nicht wie warum. halt die restlichen 15 Minuten in den Bausimulator zu folgen, aber bei beiden Gesprächsteilnehmern. Okay, du sagst zumindest bei Ja. beiden. Damit verzeihe ich Ja. dir. Dir meinen Hut vor ihnen für diese Aussage. Aber was sind Let's Plays auch sonst, ne? Eigentlich ist Let's Play ja schon eine komische Sache, ne? Es ist völlig bescheuert eigentlich, aber es funktioniert. Es Vor macht allem, auch Spaß, weil muss ich sagen. wenn Also ich keine aufzunehmen. Let's Plays machen würde, würde ich keine Videospiele mehr spielen. Ist einfach so. Ja, ich spiele auch nur wegen der Let's Plays Ja, Spiele. ne? Es ist, also bei mir hat sich das so gewendet, wenn ich jetzt nicht aufnehme. Doch, City Skylines spiele ich manchmal privat. Aha, da haben wir Aber doch. sonst gar nicht. Gar nicht. Also da würde ich auch nicht drauf kommen. Ja, also es ist schon ein Hobby. Hobby. Das ist jetzt eigentlich, du hast die 62.000 geknackt, wo wir das aufnehmen, ne? Ja, habe ich heute erfahren, ja? Ja, HG, ne? Ja, danke. Und jetzt? So, und ich würde jetzt gerne diesen Dingens hier so strategisch platzieren. Ach, passt schon. Du, ach nee, nee. Wo bist du eigentlich? Ich habe mich festgefahren. Aha, wie konnte das denn Ich bin ein passieren? bisschen zu früh abgebogen. Warte mal, da muss ich mal grad. Aha.
Also jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich ja schon auf dem Weg. Jetzt habe ich mich wieder festgefahren. Das Ding hinten, das ist... Ja, du musst nach rechts lenken, rechts lenken, rechts lenken, rechts lenken, links lenken, links lenken, links, 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 links. Ja, das habe ich jetzt... Das kommt davon, wenn man auf deine Anweisung hört. Da dreht er sich das, wie er es will, ne? Da dreht er sich das, wie das... Nimm doch einfach den Kran raus. Als Kranfahrer würde ich das Ding jetzt aufmachen und diesen kleinen Wagen in den See schmeißen. Schau dir das jetzt an. Jetzt fahre ich. Jetzt fahre ich aber durch. Jetzt bremst mich nichts mehr. Warte, 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 warte. Täuschend echt. Ich dachte gerade, ich hätte Spotify offen. Ich hatte das Gefühl, ich hatte Spotify offen, aber... Ja, deswegen, das müssen wir alle rauspiepsen. Ja. GEMA ist da. Weil sonst die GEMA so richtig schön... Da war ein Fußgängerüberweg, den ich so halten müssen. Ein Fußgängerüberweg, ja. Das stimmt. Auch bekannt als Zebrastreifen. Als Zebrastreifen. Ja. Was machst du da eigentlich, wenn abbiegen Ach, komm. 36 Zügen? Da ist die Tür, Felix. Da ist die Tür. Ja, weißt du, gerade eben noch, boah, ich bin schneller als du und jetzt das hier. Ja, ich bin auch schneller als du. Peinlich. Ja, komm, lass mich fahren, dann sind wir da. Da habe ich berechtigte Zweifel dran an dieser Aussage. Okay, komm, dann lass machen. Nee, jetzt mache ich fertig. Ja, siehst du, da traut er sich. Nee, da traue ich mich nicht. Nee, da traut er sich nicht. So. Attacke, Hü. Sagt der Chris Maximus immer, Attacke, Hü. Finde ich klasse. Ach so, ja, ja, jetzt weiß ich auch wieder. Ja, 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 ja. Jetzt habe ich es auch gecheckt. Er fährt über eine Brücke. Ja, ich höre weiter. Besser ist das, war? Komm, Ansgar, füll du mal die Pausen mit ein bisschen Sprechen. Ja, was soll ich denn? Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Ich war letzte Woche krank und ich habe nicht... Ja, dann ist es hier aber so leise, wenn ich nicht irgendwelche Musik nachmache. Ja, sag mir ein Thema und ich erzähle dir was darüber. Du weißt, dass du dir gerade sehr große Schlupflöcher offen lässt, ne? Ich versuche aber gerade was Soziales rauszusuchen. Freust du dich denn schon auf die Gamescom? Ja, da freue ich mich drauf. Danke. Danke. Was passiert hier eigentlich die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Also ich wäre schon lange da. Aber keine Sorge, lass dir Zeit. Wenn du da bist, beenden wir die Folge. Ja. Es ist aber auch der Kran mit Überlänge. Wer hat eigentlich angefangen, nicht, ne? Bist du eigentlich auch Veganer? Nein. Warum nicht? Fleisch. Mehr. Ich brauche Fleisch. Utschsalat, Entschuldigung. Ich dachte, du könntest dich auch mit Quinoa-Samen und, was gibt's noch? Wie heißt es? Chia-Samen. Soja. Soja-Bohnen. Und Soja und so. Das klingt jetzt ja, wirklich so. Die esse ich vielleicht als Mitternachtssnack oder so. Das klingt richtig despektierlich, wie ich es gerade gesagt habe. So richtig abfällig gegenüber jeglichen Leuten, die das essen. Also, was heißt, die das essen, aber. Das klingt einfach falsch. Dich, das sollten wir raussteigen. Ernährst du dich den Vegan? Nee. Nee, das ist der. Pass auch ein Stück Fleisch, ne? Ja, ich mag auch Fleisch sehr gerne. So. Mach für dich. Und was jetzt. Nee, noch nicht. Nee. Mach noch fertig hier. Mach noch fertig. Nur noch Zeit. Noch 40 Sekunden. Guck mal, ich hab den sogar schon aufgemacht. Cool, ne? Guck mal, was... Wie soll das jetzt funktionieren? Ja, pass auf. Geh mal da hin und löst bitte die Dinger daraus. So. Ah. Und da vielleicht auch, hier? Wenn das schon geht. Nee, da geht's noch nicht, da musst du... Ah, warte mal. Vielleicht geht es schon, wenn ich hier ein bisschen clever mich hochglitsche. Warte mal. Oh, warte. Danke. Bitte. Das ist ein bisschen ungünstig. Nein! Mach wieder zu.
Ladung zurücksetzen. Felix, es war relativ einfach zumachen im Sinne von zumachen. Also wieder den Gurt drum. Also so wie es vorher war eigentlich. Das war eine Anweisung. Ein Griff. Heißt Tschüss! zurücksetzen in Heißt, Felix Sprache. ich kann nicht ins Meer Ich breche springen. ab. Wegen Dummheit. Okay, gut, nee, dann lass mal das so stehen. Ja. Ich sag jetzt auch nicht Tschüss, also. Ich Nee, bin einfach, ich ich hab jetzt bin auch schon. stinksauer. Nee, Bin ich. nee, nee, nee. Stinksauer. Tschüss. Tschüss.